Willkommen zurück in der fünften Welt von Donkey Kong Country Returns, in Klammern again. Der leichte Teil des Spiels ist nun abgeschlossen. Nun kommen wir zur deutlich härteren Hälfte, nämlich 5-1, dem Lianental. Wollen wir uns doch zunächst einmal anschauen, was sie sich diesmal als Übergang von Welt 4 in Welt 5 überlegt haben, weil das ist ja eigentlich fast schon immer ein kleines Highlight in diesem Spiel. So, wir kommen mit den Pilzen und wir haben ja im letzten Part schon gesehen, es ist eine Waldwelt. Wir kommen jetzt hier in eine Röhre hinauf. Wir müssen noch diesen Kreislern hier ausweichen, können da Münzen mitnehmen, wenn wir es könnten. Also wenn wir Skill hätten, haben wir aber nicht. Und so landen wir nun hier im Wald. Und die Musik dürfte dem einen oder anderen bekannt vorkommen, denn es ist ein Remix zu Donkey Kong Country. Forest Frenzy Returns ist dieser Track hier. Forest Frenzy Returns. Das heißt übrigens einige Soundtracks hier mit dem Namen Returns. So gehen wir erstmal unten rum. Oben rum ist für später relevant, aber nicht für jetzt. So. Erstens und zweitens in den Bonus hinein. Nicht allzu schwer versteckt. Aber können wir durchaus übersehen, wenn man unachtsam ist. So, hier, übrigens, weil bei dem Bonus noch nicht durchschaut hat, wie ich das immer mache. Ich gehe nicht immer hin und sammle erst die schwierigen Sachen ein, also die, die abseits von allen anderen sind. So. Wunderbar, hier nicht so hektisch dann schießen, dann nehmen wir uns lieber ein bisschen Zeit, aber ja. Ich habe schon vergessen, einen Timer zu stellen, ja. Sollte ich schnell korrigieren. Gib mir eine Sekunde, Freunde. So, jetzt diese kleine Fauxpas korrigiert. Und wir können an die andere Liane hier drüben hingehen und den Checkpoint auch noch gleich aktivieren. Wunderbar, läuft doch bis jetzt wie geschmiert. So, aber dieser Wald bietet natürlich auch oben gerade im Blätterdach sehr, sehr viele Gelegenheiten. Ja. Etwas zu verstecken. So, hier ein bisschen warten. Oder unten ran. Und auch hier immer alles einsammeln. Das ist wichtig, weil sonst kann das. Da krieg. Die überlegen sich ganz viele fiese Sachen. So, das war jetzt gerade Glück. Und das war auch ein bisschen unnötig riskant gespielt, aber ist okay. Ist ja diesmal noch gut gegangen. Kann man machen. Na, shit, jetzt habe ich da. Hätte den großen Sprung früher mal ansetzen sollen, egal. So dringend brauchen wir die Münze nicht. Okay. Ich würde immer hier auch mit dem Rollsprung an die Liane rangehen, das ist deutlich weniger. Da passieren deutlich weniger Fehler dann im Endeffekt. Ich möchte die drei Gegner exakt auf einen Schlag ownen. Na, okay, dann halt nicht. Roll ab. So, hier ist Puzzle Nummer 4 von 7 etwas leichter versteckt, würde ich jetzt mal sagen. Aber jetzt kommt das ja okay. Also die Welt 5 hat auch, es hat jede Welt so 30 Puzzle. Welt 5 ist durchaus vorne dabei, wenn es darum geht, die dreistesten zu haben. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, was das dreiste im ganzen Spiel ist. Was ein 4-5 war schon übel da, wenn ich erinnert, wo man da zurück musste ganz am Anfang gleich. Ganz am Anfang haben wir nicht mal aufgewärmt, dass wir hier auch einmal im Kreis gehen, alles mitnehmen. Aber jetzt läuft sie doch ganz gut im Wald, würde ich mal sagen. Kann zumindest nicht klagen an der Stelle. Und das, was ich meinte mit dem Puzzleteil, ist ja relativ schwierig, darauf zurück heranzukommen. Also man weiß, dass die ähnlich vom Intervall her funktionieren. So. Wunderbar. Alles läuft gut jetzt hier im Forest Frenzy, wie ich ihn auch gerne nenne, weil einfach die Ähnlichkeit ist dermaßen. Ja. Ah, geh ran! Alter, ich mache das gerade wieder viel zu knapp. Und hier jetzt an der Stelle dann schütteln, dann gibt die einen frei. Wenn man getroffen wird, dann kann es eng werden. Das G ist so ein bisschen das einzig problematische in dem Level wirklich. Aber läuft gut. Es hat, glaube ich, das gebracht, nochmal
zwischendrin eine Runde Schlafen einzulegen und zwischen den Aufnahmesessions. Eigentlich habe ich gestern nicht so viel aufgenommen, nur 7 Parts, das ist ja voll im Rahmen noch. Und das Puzzle ist auch fies, da muss ich alle Bananen einsammeln für das 6. von 7 Puzzleteilen. Grandios. Shit. Also gut, ich schreib's mir auf, 5-1. Part 8. Schneide ich euch dann jetzt wahrscheinlich hier dann an die Stelle irgendwo rein hier, so wie bei Newer, wie es da immer gewohnt wart. Okay, hier kräht's. Oh nein, seht ihr das, Freunde? Ich habe genau diese Stelle gesucht, aber ich habe sie nicht gefunden und habe gedacht, wenn im späteren Level ist tatsächlich hier, wie gay ist das denn? Wahrscheinlich habt ihr es noch nicht gesehen, aber wenn ihr das Spiel nicht kennt. Hier geht es hoch in einen Bonus. Wie gay, Alter. Okay, dann ist das hier definitiv schon ein fieses Puzzleteil. Ich dachte nicht erst, es kommt später in der Welt, aber naja, gut, dann halt. So, muss die Aussage in einem zu einem späteren Teil dieses Partes revidieren, weil ich das natürlich erst immer am Ende nachholen. Alter. DK, hol die Münze. Dankeschön. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder bei 5-2. Ja, nichtsdestotrotz machen wir nun weiter mit 5-2, der Kletterschaukel. Das Level, das war jetzt relativ kurz, das kam mal 5 Minuten, das erste, das ist gut gelaufen. Bis hier irgendwas Dreistes oder was entweder das komplett Dreistes oder das komplett Billigste, was ich gesehen hatte. Gut, Kletterschaukel. Süppchenwelt 5, 1, 2 Level, vor denen habe ich Angst, die mag ich nicht so. So, wenn ich mich hier einfach unnötig treffen lasse. Alles klar. Dieses bisschen Bärchen euch mag ich gar nicht, vor allem wenn, wenn das hier am Schaukeln ist. Ich könnte hier auch hingehen, hier Squawks bei jedem Level mitnehmen, aber ich glaube, das wäre mir persönlich ein bisschen zu lame. Eigentlich möchte ich Level gerne ohne Squawks versuchen zu schaffen, zumal auch nicht immer der Weisheit letzter Schluss ist, ne? Ein paar so zu formulieren. Ich glaube, wir kennen alle die tragischen Szenen. So. Hier ist, glaube ich, relativ offensichtlich, dass wir da hoch müssen. Ist auch relativ offensichtlich, wie das gehen, zumindest, oder wie es gehen kann, zumindest. Die Banane nehmen wir natürlich auch noch mit, wir wollen nichts verschwenden hier. Ah, komm her. Vielen Dank und erster Checkpoint. Da oben müssen wir wieder hin. Also wir werden nicht wirklich kreativer und ich lasse mich schon wieder so dumm treffen. Was mache ich denn hier, ey? Egal, wichtig ist, dass wir das Bonuslevel betreten hier. Hatten wir doch im letzten Level hatten wir einen Bonus. Wir haben auch geschafft, also von daher. Es gibt halt immer ein bis zwei Bonuslevel, nicht mehr, nicht weniger. Und wir spawnen das Puzzle halt direkt in der letzten Banane. Sehr schön. Geht's, wie flammert jetzt schon? 2 von 5, also sagen ist okay. Kann besser, kann schlechter laufen. Wenn man übrigens das mit der Fledermaus nicht schafft, kann man immer noch von hier drauf gehen auf das Hindernis dann im Endeffekt. Oben kurz schlagen, das ist halt immer 3 von 5, sehr schön. Was ich finde auch extrem cool gemacht. Also hier den Kreis immer einsammeln, bringt leider nichts. Ja, also wenn ich jetzt zum dritten Mal reinrenne, also dann weiß ich es auch nicht. Das machen wir so. Hier ist auch wieder nichts. Jetzt juckt sie da. Eine Nase. Scheiß, die wandern. Da unten ist das O? Fragezeichen, hast du das richtig gesehen? Ist das O? Holy crap, sind wir noch gar nicht weit. Aber wir haben den nächsten Checkpoint erreicht und können hier nochmal eine Runde Bananen sammeln gehen. Holy crap, warum... Der hat keinen Schwung aufgenommen. Alles klar. Aber eigentlich, wenn ich hier oben rollen soll, doch...
Alter Schwede, was ist das denn? Warum nimmt er keinen Schwung auf? Okay, das soll ich mir abgewöhnen, auf runden Flächen zu rollen, aber eigentlich sollte das gut gehen. Was Schwung aufnehmen, das macht doch gar keinen Sinn, dass es nicht tut. Und abgesehen davon, dass die Fake hat sowieso keinen Sinn ergibt, aber. So, da unten ist das N nicht zu überhastet. Man muss nur genau hingucken, dann sieht man, dass man da hin muss. Und das nächste Puzzle, ja, das ist auch ziemlich dreist hier. Das Puzzle, das ist hier oben. Das ist nicht so leicht zu bekommen, wie es jetzt aussieht. Ja, das ist gar nicht so leicht, aber ich möchte jetzt auch. Alter. Weißt du was? So. Ohne Scheiße, da machen wir jetzt doch kein Theater, kein Affentheater deshalb. Das, wie kümmern wir mich dann gleich? Also da unten, das. Ja, eigentlich müssen wir uns. Die Gegner müssen wir uns gar nicht. Frag mich nicht, wie wir da getroffen wurden zweimal, weil die eigentlich voll auf ihn drauf gesprungen sind, aber ist ja okay. So. Ja, und deswegen mag ich die Gegner nicht, weil eben die Rolle. Jetzt haben wir zwei von denen nicht getroffen und hatten Glück, dass wir nicht getroffen wurden auf der anderen Seite. Okay, lass mal das. Lass mal die Banane der oben Banane sein. Wenn sie meint, sie muss hier rumbocken, dann soll sie das tun. Dieses Puzzle ist eigentlich das letzte. Das ist wiederum relativ geschenkt. Das haben wir eigentlich alles hier, oder? Dürfte sie gleich kommen. Na, ja, sehr gut. Diesmal haben wir auch alles eingesammelt. Die ganze Chance nicht nochmal machen. Ist zu 5-3 flotter Freiflug. Ich glaube, das Level, das wird ziemlich übel. Das war mir zumindest nicht sympathisch. Oder war es schon das? Ich weiß es gar nicht. Es gab eins von denen, die habe ich gemocht, und eins habe ich überhaupt nicht gemocht. Das war auf jeden Fall in diesem Levelstrang. Ich glaube, nee, das war noch nicht das hier. Die Spinne da oben, die mag ich sowieso schon mal nicht. Okay, da muss man dann auf gut Glück einfach mal runterjumpen. Man sollte überlegen, wo könnte die Plattform sein. Ist mir jetzt in dem Fall gut geglückt. Ja, das war noch nicht das Level, das war ein anderes, was ich nicht gemocht habe. Und das hier ist, dann ist das coole Level. Hier gibt es auch noch ein bisschen was, ich glaube, so nur Goodie-mäßig, wenn ich mich da richtig erinnere. Du warst ein Puzzleteil? Ja, wieder nur Goodie-mäßig, leider. Können wir mal das Ding noch ein bisschen behalten? Ach komm. Pusten wir einfach mal. Oh, da hat's hin. Ah, das ist auch schon wieder das Wasser raussprudelt. Ja, cool. Cool gemacht auf jeden Fall. Jetzt kommen jetzt so ein bisschen halt schon die ersten geistesgestörten Jumps. Ah, hier oben ist noch ein Puzzleteil. Zweites von 7 erst. Okay, entweder ist das Level sehr, sehr lang. Oder stellt mich sehr, sehr schlecht an. Okay, da unten, das sieht man auch, dass da noch was sein muss. Anhand dieser Pflanzen nämlich einen Bonus. Das habe ich jetzt wirklich nicht gewusst und nur gesehen. Das ist jetzt wieder unser Lieblingsbonus. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, es fehlt nur noch eine. Die würde ich jetzt sehr gerne treffen. Wunderbar. Und da fallen die auch das Fass in der Mitte da ausblenden. Das ist halt immer ein bisschen ungeschickt, wenn man das vergisst.
Okay, ich mach's langsam. Ich gehe erst auf den drauf. Ach Quatsch, langsam ist was für Noobs. Zack, so machen wir das. Okay, auch hier, das ist auch nicht so schwer zu bekommen. Das hier selbiges machen wir mit dem N gleich. Wunderbar, da haben wir es doch schon mit dem Puzzleteil. Das sieht doch gleich viel, viel besser aus. Das hier dürfte, könnte auch eins sein, durchaus. Ja, das ist die Nummer 5, also was vorhin. Unsere Ziele sind sehr stark auf diesen Punkt hier kumuliert, von daher. So, und das ist auch relativ dreist. Okay, jetzt habe ich es verkackt. Ich muss mir in einem Zug holen. Aber natürlich, statt weiterzumachen, bevorzuge ich das Puzzleteil. Oh Mann, komm her. Aber weiß was. Diese Gegner nicht treffen, wenn sie in der Luft sind. So, wieder hier eine kurze Sekunde warten. Oh, die Musik ist so atmosphärisch und richtig geil einfach. Ich mag die. Ja, ihr seht, das haben wir schnell wieder aufgeholt, was wir gerade eben versäumt haben. Können wir den regulären Weg einfach benutzen. Weiter geht's. Zum Checkpoint natürlich ärgerlich, noch ein bisschen unnötig, so ein Puzzleteil hier, aber gut, wenn es halt meinen. Sind wir weg. Alter. Holy crap. Aber es ist halt immer ein bisschen schwierig, dann, dass, wenn man Luft einmal ist, das abzuteilen, dass man dann wieder gescheit drauf kommt. Okay, ich nehme die große Plattform. Ich versuche es ja schon für euch ein bisschen spannend zu gestalten mit noch ein paar abnormaleren Sprüngen. Normale Sprünge sind ja schon langweilig, das muss ich ja schon zugeben. So, jetzt müssen wir hier oben wieder das Timing hinbekommen. Auf die Spinne drauf und das ist das siebte Puzzleteil. Sehr schön. Da fehlt nur das G, oder? Ja. Das G noch, dann haben wir auch das Level hier geschafft zu 100%. Ah, hi. G. Das war jetzt relativ geschenkt im Verhältnis. Puzzleteil. Eigentlich Puzzleteil Münze. Gott, was laber ich? Hier empfiehlt sich, wie gesagt, kleine Sprünge zu machen. Damit fährt man meistens relativ gut. So, hier kann man sich ganz kurios ein Ziel verlassen und macht einfach so. Das war mir auch dann das Bonuszeug da egal. Ja, 15, 16,5 Minuten. Ja, da machen wir noch ein Level. Da machen wir auf jeden Fall noch eins. Davor müssen wir natürlich noch bei Crank vorbeischauen. Dass das so ein einfaches Puzzleteil liegen lässt, das ist ja schon etwas erbärmlich. Also, ist egal, ob es einfach oder fies war, in deinen Augen, in meinen Augen war es immer einfach. Oder auch so viele Fälschungen, diese Partner doch 97 leben. Ich hätte in dieser Zeit schon lang 1 Milliarde zusammengesammelt und zwar im Quadrat. Ja, Cranky. Auf jeden Fall hast du es bei der Maximalgrenze für 99. Ja, da haben halt nicht alle so erbärmliche Skills wie du, das geht mir aus den Augen. Okay. Ja, Cranky ist irgendwie, also ich weiß nicht. 5-4 Totem-Taumel. Dieses Level, das mag ich nicht. Das mag ich überhaupt nicht, Freunde. Da gibt es nämlich ein Puzzleteil, das dermaßen fies. Und das werden wir gleich kennenlernen, vermutlich. Aber spielt immer wieder Forest Frenzy, das ist cool. Das hier am Anfang weiß ich nicht, was das soll. Das Teil hier noch hinzustellen, okay. Ist zwar mittelmäßig fies, aber wir bekommen hier keinen Diddy, ich müsste mal anmerken. Ich würde es nur kurz anmerken, ich werde gleich sagen, warum das ein Problem ist. Wie ich bereits angekündigt hatte, er hat jede Welt fiese Puzzleteile.
Hier kommt das erste dieser Wälder. Also das erste richtig fiese. Seht ihr diese Dinger hier? Und ich glaube, ihr habt schon gemerkt, was hier Sache ist, oder was hier auf der Agenda steht. Und zwar müssen wir hier alle, fucking alle Bananen sammeln. Das haben wir zum Glück beim ersten Versuch geschafft. Das ist richtig, richtig geil. Was ist das denn? Ein Bonus? Okay. Das ist einfach zu finden. Ich bin froh, dass wir das geschafft haben. Das hätte, ohne Diddy hätte das wirklich minutenlang das Paar oder Minuten des Parts kosten können. Hätte ich dann schon locker. Gott, was war das denn? Jesus Christus, ey, das war richtig schlecht. Mit dem Bonus zu fällen, müssen wir erstmal hinbekommen. Ich war irgendwie für einen kurzen Moment verwirrt und dann ist irgendwie Scheiße gebaut. Ja gut, also. Geht doch. Komm, mach zu, mach wieder auf und durch. Hey, es ist kein allzu wildes Ding, ist halt ohne Diddy hier die ganze Show. Ich glaube, hier müssen wir keine Bananen mehr sammeln. Ich werde es trotzdem mal versuchen, obwohl die auch deutlich einfacher zu sammeln sind hier. So. Es geht noch alles hier an, es kommt die Show. Ja, die ist auch mit. Die wird nachher mit einem Leben interessant. Die schießen halt auch immer einen bestimmten Rhythmus. Ich muss erstmal den kurz erledigen, das geht ja auch. Das macht doch durchaus mal Sinn, die frühzeitig zu erledigen. Ja. Alles kommen ja noch die Fledermäuse um die Ecke. Hey, das ist schon fies. Diese Nilpferde, die kann man dreimal schlagen. Das ist cool, auch hier wieder im Hintergrund die ganzen Tiki-Totems, die Triangeln. Das wird dem hier ins Ohr pusten. Das ist einfach, diese Welt ist auch liebevoll design, man kann zwar sagen, Dschungel und Wald, aber an sich eigentlich hat der Wald ja schon, der gefällt mir echt, jetzt wo ich den mal so in bester Grafik spiele, gefällt mir der richtig, richtig gut. Und das Ende gefällt mir richtig, richtig nicht gut. Runter, DK, danke. Hier ist denkt wahrscheinlich noch ein Puzzleteil drin, nehmt auch einfach die großen Plattformen, weil da mehr Platz zum Agieren, dementsprechend auch reagieren auf Gefahren. So, also ich denke, jetzt nehmen wir mal Diddy hier erstmal, dann sollte hier offensichtlich sein, dass da die Banane uns zu einem weiteren Bonuslevel führt. Auch das hier wieder. Gut, dass wir Diddy haben, sonst wäre das natürlich etwas schwieriger. Aber so problemlos, würde ich sagen. Schaffen wir es in unter 10 Sekunden? Ja, schaffen. Also, das ist eine Sekunde, das ist für mehr als 10 Sekunden. What the fuck, das sind unter 20 in dem Fall. Korrekt. So. Müssen wir hoch, da ist das G so versteckt. Es fehlt noch ein Puzzle. Ich hoffe, das kommt noch. Das könnte hier sein, dass wir alle Bananen sammeln müssen. Oder eine andere Challenge, die ich euch auch gleich noch verraten werde. Ich versuche es erst mit alle Bananen, das ist nämlich eigentlich immer am logischsten. So, jetzt hier schlagen und gucken unter das Ziel kurz. Und dann sind wir ein Loch und dieses Ding geht zu. Also wenn man da einfach unter das Ziel läuft, denkt, ich time das jetzt ab. Nee, ist hier nicht. So, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit in diesem Part von Donkey Kong Country Returns Again. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mal schauen, wie weit wir in Welt 5 kommen. Die hat ja 8 Levels, relativ groß, von daher bin ich gespannt. Seid's auch. Ciao.